EA Poe Productions liest Hans Dominik, Atlantis, ein klassischer Science-Fiction-Roman. Heute Kapitel 75. Presse und Fernsehen der Welt hatten unerschöpflichen Stoff, den die Geschehnisse des einen Sommers lieferten. Der Erdball schien aus seinen Fugen gerissen, seine Bewohner Spielzeug für die geheimnisvolle Macht. Die Macht bestand, nur wenige Zweifler gab es in der gelehrten Welt. Nach dem ersten Meinungsaustausch waren die angesehensten Fachgelehrten auf den Plan getreten. Teleenergetische Konzentration. Theoretisch bis zu den letzten Auswirkungen längst erkannt. Die Übertragung in der Praxis war noch immer nicht gelungen, gescheitert am Widerstand der letzten Hindernisse. Allerorts in den Hörsälen, in der Presse und auf dem Bildschirm gaben sie ihre Meinung kund. Das letzte Geheimnis, von weißer Natur den Menschen für immer verschleiert, dem einen offenbart. In streng logischen Deduktionen bewiesen sie, dass hier, durch höhere Fügung, einem Menschen gegeben worden war, was aller Fleiß, aller Scharfsinn der Gelehrten der Welt nicht zu erzwingen vermochte. Ihre Worte verbreiteten sich mit der Schnelligkeit der Ätherwellen über alle Weltteile hin. Millionen ergriff die bange Angst. Die Taten der Macht, Menschenleben waren dabei zugrunde gegangen. Der geheimnisvolle Meister, schritt er zu neuer Tat? Wurden wiederum Tausende sein Opfer? Das ganze Erdenrund sein Feld? Wo würde er zur neuen Tat schreiten? Wo würde das Schlachtfeld sein? Jeder Erdbebenstoß wurde mit Angst und Sorge empfunden. War das sein Werk? Die Bilder aus Europa, die eitel Jubel und Freude brachten, wurden kaum noch beachtet. Wohl gab es da und dort Stimmen, dass nur Gutes für die Menschheit aus den Taten der Macht entsprungen. Die Furcht blieb, die Furcht vor der Macht. Es war der letzte Septembertag des Jahres, als die Nachricht über die Welt ging: Erdbebenstöße auf den Azoren. Die Bewohner flüchteten auf hohe See. Beklommen, atemlos erwartete man weitere Nachrichten. War das wirklich nur ein einfaches Erdbeben, eine natürliche Bewegung der Erde durch die unterirdischen Kräfte hervorgebracht, oder? Da kam um die Mittagsstunde desselben Tages eine weitere Nachricht. Neue Erdbebenbewegungen im Gebiet der Azoren. Die Inseln Floreo und Miguel um 8 Meter gehoben. Letzte Flucht. Ozeandampfer wurden durch Funk dorthin dirigiert, um die Fliehenden aufzunehmen. Ein Schauer ging durch die Welt. Die Macht war am Werk. Welchem Werk galt es? Da war es die Stimme eines deutschen Gelehrten, der in den Streit um die Lösung des Rätsels das Wort warf: Atlantis. Das Wort zündete, wurde sofort gierig aufgegriffen. Nichts anderes wussten die Zeitungen zu berichten als Atlantis. Die Sage, wie sie Plato berichtet, der erste Hinweis auf das alte, dort versunkene Land der Glückseligen. Ältester Mythos aus Graus der Vorzeit. Eine Sage schon, als die Weltgeschichte anhob. Wie hatte es ausgesehen, das versunkene Land? Wer hatte es bewohnt? 1000 Fragen. Die Antworten, eine fantastischer als die andere, sich überschlagend. Wie würde es aussehen, wenn... Ja, was wollte da die geheimnisvolle Macht? Wollte sie das Versunkene heben, bis es dastand, wie es einst gewesen war? Und wie würde es aussehen, was dort auftauchte aus vieltausendjähriger Versunkenheit? Ein neues Pompeji oder nur ein neues Vineta, wo nur noch wenige Reste, dem Schlick des Meeresgrundes entrissen, davon zeugten, dass die Stätte, wo man es vermutete, die richtige war? Die andere Frage, wie war es versunken? Wie war es geschehen, dass eine große Insel, ein Kontinent, wie andere behaupteten, die Brücke zwischen der alten und der neuen Welt, vom Meer verschlungen wurde? Ein neuer Streit der Meinungen. Das eine war sicher. Als vor etwa 2 Millionen Jahren die große Kontinentalscholle auseinanderriss und die mächtige Sialscholle des losgerissenen Amerikas auf der plastisch zähen Sima-Masse unter dem steten Flutdruck ihrer Wanderung nach Westen antrat, da blieben abgerissene Schollenfetzen, Grönland im Norden, Atlantis im Süden, als selbstständige Inseln, Kontinente zurück. Grönland war noch heute auf der Wanderung nach Westen. Atlantis blieb verschwunden.
Vielleicht bezeichneten die Azoren, die einst ragenden Berggipfel von Atlantis waren, jetzt noch die Städte des versunkenen Landes. Vielleicht gab die Delfinbank seine Umrisse wieder. Was war die Ursache der Katastrophe, die nach alter Überlieferung vor 13.000 Jahren jäh über das glückliche Land hereingebrochen sein musste? Schroff standen sich die Meinungen gegenüber, wie schon vor 100 Jahren. Die kippende Kraft der hier im tropischen Gebiet übermächtigen Flutwelle war die Ursache der Katastrophe nach der Meinung der einen. Der plastische Sima-Untergrund, vom wegtreibenden Amerika-Kontinent gezerrt, die Atlantisschollen einsaugend, in gigantischem Erdbeben verschlingend, so lautete die Meinung der anderen. Eine dritte Meinung gab es noch, an die Apokalypse in der Bibel anknüpfend, dass ein Mondgestirn der Erde niederstürzend Atlantis begrub oder ein neu eingefangener Mond, die Erdachse aus ihrer Lage drängend, die Katastrophe durch stürzende Meeresfluten bedingte. Keine Lösung, die sie befriedigen, sichere Antwort geben konnte auf das, was jetzt zu erwarten stand. Ein Heer von Reportern kreiste in Flugzeugen über den Azoren, über der Stätte des alten Atlantis. Die Aufnahmekameras sendeten unaufhörlich Bilder von dort unten in alle Welt. Stieg das Land weiter aus dem Meer? Ein Fiebertaumel hatte die ganze Welt ergriffen. Unaufhörlich kamen Meldungen und Bilder der Berichterstatter von den Azoren. Ihre Flugzeuge kreisten in immer größer werdendem Schwarm über dem Atlantik. Sie hielten sich niedrig, die Kameras so nah wie möglich auf das Objekt gerichtet. Sie sahen nicht das einsame Flugzeug, das hoch, weit über ihnen, an des Äthers Grenzen, still in Riesenkreisen dahinzog. Ich, ey,